Na, hast du Hungi? Bock was zu naschen beim Bäcker? Oh ja. Und los! So, bevor das Video weitergeht, darf ich mich an dieser Stelle nochmal für das Kfz-Gewerbe stark machen. Zusammen mit uns YouTubern möchte der Kfz-Verband Schleswig-Holstein nämlich neue Auszubildende dazu gewinnen und hat dafür diese Kampagne ins Leben gerufen. Über meinen Link unten in der Beschreibung könnt ihr ganz einfach auf der Website hier im Norden, also es geht rein um Schleswig-Holstein an dieser Stelle, ganz einfach eure Initialbewerbung abgeben, euch mal informieren, was gibt es für Betriebe, sofern ihr euch für das Kfz-Gewerbe interessiert. Ich persönlich habe keine Ausbildung gemacht im Kfz-Gewerbe, aber im Nachhinein hätte ich das doch ganz gerne gemacht, muss ich sagen, weil mir einige Grundlagen dann doch hier und da mal fehlen. Ja. Deshalb kann ich das euch nur ans Herz legen, die sich dafür interessieren. Rund ums Kfz, also ob das jetzt Mechatroniker, Karosseriebauer, Automobilkaufmann, was es da nicht alles gibt. Wer sich dafür interessiert, dann gerne einmal unten auf den Link gehen und einfach mal gucken, was es für Betriebe gibt. Und da könnt ihr euch auch gleich initial bewerben. Also gerne einmal auf den Link gehen und jetzt geht's auch schon weiter. Hallo, so, auf geht's. Erster Ölwechsel nach knapp 1200 Kilometern. Schon jetzt eingefahren, ne? Ja, der Motor. Ja, ja, soll ja angeblich 4000 Kilometer haben. Ja. Max hat das Heimwerkeln für sich entdeckt. Man hat die Säule noch weiß gemacht, hat hier den Schlauch auf... Nicht und das Dach gehängt, schön. Auf nicht erreichbare Höhe gehängt. Ich glaube, ich mache echt mal meinen Schnorchel da ab. Deswegen steht die Leiter da, oder? Ah, deswegen. Also ich komme da nicht mal ran. Nee, er ist davor immer dagegen gefahren, deswegen. Ja. Ja, mit der S-Klasse, ne? Deswegen ist er rechts auch gefahren. Ja. So, gut. Auf geht's, ne? Ja, schön. Oh. Machen wir auf da. Oh, eine Seite ist noch zu. Sieht immer noch aus wie am ersten Tag. Wie neu. Ja. Schön. Oh, ja. Kerzen wollte ich eigentlich noch mal machen, aber du merkst es jetzt schon an der Strahlwärme, das wird heute nichts. Nee, das wird heute nichts. So, den machen wir schon mal auf, während wir hochfahren, ne, damit er auch schön ablaufen kann. Mhm. So, dann wieder zu. Ich mache mal vor, wie beim Motoren zu einer Achsel. Achsel macht im Hintergrund noch die Halle. Ja. Und was geht bei dir, Achsel? Oh, das ist heute ein ML, W280 CDI. Läuft da alles? Eingelaufene Nockenwellen, irgendwas zu beanstanden? Alles super, Chef. Wo ist deine Kopflampe? Wo ist deine Kopflampe? Willst du den jetzt verkaufen eigentlich? Soll ich noch einen Kaufaufruf machen? Ja, was ist denn jetzt damit eigentlich? Ruhe, Alter. Nee, der ist verkauft. Ist jetzt echt? Sieht man meine Unterhose? Nee. Sieht man. Was ist das? Zwei Florin? Ja, schön. Gut, komm, schneide ich Ja, Bock auf da, den Bock. Ich hab den so geil zentriert hingestellt. Bringt aber auch nichts, weil das einfach doof ist. Ja, schön, dass du den so rollen kannst. So. Breitere Spurplatten kommen auch noch auf. Das ist hier richtig, weil aktuell schleift er noch nicht. Hast du bestellt? Ich will natürlich, dass er schleift. Genau. Nee, Spaß, der so einfach schick dasteht, ne? Ja. Ich hab nochmal 15er bestellt. Oh, hier muss ich echt jeder Millimeter. Jetzt wird schwerer bergauf. Oh. Und jetzt werden alle sagen, wow, der Wagen ist verkehrt rum drauf. Andersrum ist noch schwieriger. Das passt. Noch lange, also beide. Ja. Der gute Valu-Pullover, ne? Das passt auch. So. Ja, schreibt mal gerne rein, was soll ich denn mit dem Auto noch machen? Ich glaube, das ist schon fast das letzte Video. Der muss hinten noch, kommt mal einmal mit hier. Hier, Seitenschaden, ne? Ah ja, genau, den kennen wir. Da muss er nochmal zu Chris. Ja, ja. So, hier hinten haben die einfach Löcher reingebohrt in die Aluheckklappe. Oh, das ist ja, natürlich schwierig. Und hier ist irgendwie Karosseriekleber, ich weiß es nicht. Das muss auch einmal lackiert werden. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kommt, hier Löcher reinzubauen. Weil der hier so ein Kuchenblech dran hatte. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, es liegt am Land, wo das herkommt, aus Tschechien, das Auto. Ja, das könnte auch sein. Und in gewissen Ländern, ich weiß es aus Dänemark, dass man dort Kennzeichen so montieren muss, dass man sie nicht einfach klauen kann. Ne? Mhm. Also genietet, nicht mal geschraubt. Ich glaube, die müssen sogar genietet werden. So, verstehe ich aber dennoch nicht, warum man in die Heckklappe ganz außen... Ein ganz Ofen auch noch, ja. Das ist einfach dämlich. Frech ist es.
ist aber schön gewaschen, ne? Gewaschen? Ja. Achso, ja, einmal hat er eine Wäsche bekommen. Ja, sehe ich. Aber hier ist trotzdem Sahara-Staub drauf. Oh ja, da sitzt er noch, ne? Oh. Mach mal aus, mach mal einen Take. Ach, da bin ich wieder. So, hallo. Unter Bodenschutz ab. Ja, und als erstes mal den Filter hier. Ach, Filter-Ablassschraube. Mhm. Kannte ich vorher auch nicht, bevor ich nicht an VHG geschraubt habe. Kenne ich auch nicht. Jo. Ah, schön. Oh, sieht schon mal schwarz aus. Bisschen dunkel aus, ne? Ja, ne? Und jetzt ist die große Frage, ne? Sind Späne im Filter oder nicht? Ja, Späne im Öl. Was sagst du, Herr Maximiliano? Ich hätte es jetzt wieder durch den Kaffeefilter abgelassen. Okay. Ach ja, stimmt. Hast du schon mal? So wie mein großes Sparweltmatranzimmer. Ja, beim BMW. Echt? Und da waren keine drin. Keine drin? Okay. Obwohl am Filter oben geglitzert hat. Hat geglitzert. Ja, hier ist ja ein bisschen schwierig mit Filter oben gucken. Sehen, aber wir inspizieren gleich mal den Ölfilter, ne? Ja, den inspizieren wir. Den Ölfilter, wenn ich den jetzt abschraube, den gucken wir uns mal ganz genau an, ne? Ja, na gut. Kannst du ruhig laufen lassen. Die Leute wollen das sehen alles, ne? Ja, ja. Nicht, dass ich hier noch was fake. Nein. Wir sind ja hier nicht auf dem Fake-Account. Nee, ne? Wir sind bei Alkopie. Ne? Was denn? Was soll das denn? Ja, einfach mal einen Schuss ins Blinde, ins Dunkle. Schuss ins Blinde. Und? So. Was ist das? Nee. 32. Hier einfach zu Ruhberg. Ja. Da hat nämlich immer alles ausgeräumt, danke, komisch. Ruhberg. Ja, weil er auch nicht schraubt. Ruhberg, kannst gerne mal wieder vorbeigucken, ne? Komm du. Ich mag das eigentlich auch lieber, wenn es von oben ist, der Filter, aber kann man sich nicht aussuchen, ne? Oh Gott. Okay. Ja, kommt noch was raus. Stell dir vor, das hätten wir jetzt nicht abgelassen. Na, guck mal, da sieht es gar nicht mehr so schwarz aus. Es geht. Jetzt machen wir auch, glaube ich, gleich mal die richtige Ablassschraube auf, damit das schön, wenn wir den Filter hier uns mal angucken, und das da schön ablaufen kann. Ne? Mhm. Wie findest du meine Statur? Statur. Findest du meine Statur? Deine Statur finde ich auch ganz gut. Das Ding hier finde ich auch ganz gut. Ist doch schön. Fällt bestimmt nicht um. Ich finde es gut. Komm, schneide. Hält schon. Tisch laufen. Und was sagt der Kenner? Ja, sehr guter Jahrgang. Leicht? Was sagt ihr? Die Leute waren ja ein bisschen hart mit dir in den Kommentaren, ne? Ja, bin ein bisschen also, traurig. Du hast viele Fans, aber einige haben auch gesagt, danke. Rede nicht so viel. Danke, danke schön. So, und das muss man jetzt einfach nur, das ist ein bisschen eklig. Das ist locker, warum auch immer. Das soll eigentlich fest dran sein. Und jetzt darf es nicht glitzern. Glitzert da was? Nee, aber ein paar Dreckpartikel, seht ihr das? Ja, doch, sieht man ein bisschen. Ja, ja, doch, siehst du sieht das? Man da. Ein paar Dreckpartikel, da auch? In der Rinne da, ja, ja. Was aber jetzt erstmal nicht schlimm ist, frag mich natürlich, was das für Dreck ist. Ich denke mal, irgendwelche Dichtungsreste. Das könnte sein, ne? Ich habe zwar nichts neu abgedichtet, aber ich meine, die Ölleitungen waren halt offen. Der Motor lag ja auch im Regal. Vielleicht kommt da ein bisschen was rein, aber ich sehe jedenfalls nichts glitzern. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, das haben wir zusammen gemacht, ne? Ja. Den Motor, die erste Inbetriebnahme? Ja, ja, haben wir gemacht. Also Öldruck aufbauen und so? Ja, ja, haben wir gemacht. Und erster Start, ja. Nee, sieht vernünftig aus. Ist irgendwie sowas, sagst du? Ja, ist auf jeden Fall kein Metall. Aber empfehle ich eigentlich auch jedem, mal einfach den Ölfilter, den alten, sich anzugucken. Ohne die Lupe zu nehmen, ne? Ja. Ja, obwohl, guck mal, da ist ein bisschen Glitzer. Siehst du das? Da glitzert was, aber meinst du nicht, das ist der Deckel an sich? Ich seh's nee, guck mal da. Doch, man sieht es auf Kamera. Siehst du? Ja, ja. Oha. Was ist denn das? Kann natürlich auch sein, dass der Motor, dadurch, dass er so jung noch ist, dass er sich auch erstmal in der Einlaufphase noch natürlich mehr befindet als ein gebrauchter Motor. Mhm. Wir können ja sonst mal den anderen Profi bei YouTube fragen. Ex? Wer ist der andere Profi? Ach, der Heimwerker. Ich bin nur Elektriker hier. Glitzert, Max. Nee. Ja, wir brauchen mal so ein geschultes Elektrikerauge hier. Digga, warum wackeln eigentlich Leitern immer? Warum wackelt die Wand? Weiß ich nicht, weil die Angst machen wollen. Guck mal. Guck dir das mal bitte an, ne? Was ist das? Oh. Ja. Hast du mal geguckt, ob es magnetisch ist? So wenig, würde ich mir jetzt keinen Kopf machen. Nee, mach ich mir auch keinen Kopf, weil der Motor ja auch so wenig gelaufen haben soll, weißt du? Ja. Und ein Motor muss ich immer einfahren, deswegen muss man, glaube ich,
Dann ist immer der erste Service nach 1000 Kilometern oder so, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei ganz neuen Motoren ist, aber eigentlich sagt man nach der Einlaufphase immer einmal Ölwechsel. Ja, würde ich mir jetzt auch nicht so viele Sorgen machen, aber es sind schon Partikel da, das muss man sagen. Überhalten, ne? Ja, wir können das ja mal schlauerweise... Das wäre schon fast so professionell jetzt. Wenn ich nicht selber gemacht hätte, ne? Nee, klar. Was macht der da? Ja, guck dir das mal an, was er da gezaubert hat. Das ist ja ein richtiges Fotostudio. Ja. Alter. Ey. Ey, oder? Und jetzt hast du sogar Strom hier, Strom hier, Luftdruck hier. Luft an der Decke, ja. Der nächste S6 kann kommen, ne? Da mache ich schon ein Auge, muss ich sagen. Ja. Guck mal meinen Bereich hier an. Da sehe ich nur Flecken an der Wand. Behältnis gefunden. Mhm. So, und jetzt lassen wir das dann einfach mal hier durchlaufen. Ich bin mal gespannt hier. Da sind Messingfarben, also eher, Lagerschale. Ich muss aber auch sagen, dass ich mir den Filter nicht so genau angeguckt habe, als ich das Öl eingefüllt habe und den neuen Ölfilter, also den ersten Ölfilter reingemacht habe. Ne? Kann natürlich auch sein, dass sie das Öl einfach nur stumpf abgelassen haben nach... Das erste oder zweite Öl vom Motor. Könnte natürlich sein. Und dass das dann natürlich drin geblieben ist. Ja. Das werden wir gleich sehen. Und kippen das dann hier rein. Mhm. So, und das kann jetzt ganz entspannt einmal durchlaufen und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Gucken wir uns das später an. Ne? Das ist hier der Aufbau. Jetzt ist es ganz durchgelaufen. Ach, guck mal, da sieht man ja richtig. Man sieht ein bisschen Sparkling, ne? Hier sehen wir ein bisschen was. Da glitzert es. Sieht man das auf Kamera? Ja. Ja, ein bisschen. Da, guck mal. Da hinten wieder auf. Da glitzert es. Ja. Aber es sieht nicht mehr messingfarben aus, es sieht eher nach Alu aus. Sieht komisch aus, ja. Also entweder Zylinderlaufbahn oder Kolben. Diese schwarzen Stücke dürfen wir jetzt nicht verwechseln mit den anderen Sachen, ne? Nee. Weil die schwarzen Stücke sind irgendwelche Dichtungssachen oder so. Ja, jetzt. Aber gut, das ist sehr fein, sage ich mal, ne? Schreibt mal rein, ob das normal ist bei so einem Motor mit 4000 Kilometern. Also ich gehe mal jetzt davon aus, dass Klaus-Peter mir da auch ehrlicherweise den Motor mit der Kilometerlaufleistung verkauft hat. Kann vielleicht sein, kann normal sein. Klaus-Peter ist ehrlich, ne? Ich weiß es nicht. Wir hören ja keine Lagergeräusche, wir haben kein erhöhtes Kolbenlaufspiel, das heißt kein Klappern im kalten Zustand beim Warmfahren. Also denke ich mal, da wird alles in Ordnung sein, aber trotzdem ist da eure Meinung. Aha. Nee. Noch mehr Menschen. Naja, schreibt auf jeden Fall mal rein. Vielleicht habt ihr ja ähnliche Erfahrungen mit relativ neuen Motoren. Der Filter sah gut aus. Oh, schön. Der Filter sah relativ gut aus. Solange jetzt hier keine Lagerschalen oder Aluklumpen drin sind, ne, denke ich mal, ist das okay. Das ist alles Dichtungsmaterial. Aber gut, einen kleinen Herzinfarkt hatte ich schon. So ein Mini. Ein kleiner. So, jetzt wird da ganz viel geredet. Wir sehen uns wieder, wenn ich neues Öl einfülle und starten. Bis gleich. Okay, bis gleich. Ja, Öl das einfüllen. Ist sehr schön. Ah ja, okay. Schön. Nee, ich wollte jetzt ein bisschen umölen. Vorher bin ich 5W50 gefahren. Was ist ja auch kalt draußen und so, ne? Ja, ja. So richtig auf Temperatur. Also der kriegt nicht diese Öltemperaturen, wie ein AMG sie kriegt. Was so fahren ein wir Sauger jetzt? AMG, der kriegt ja meistens so, schon mal die 110, 115 Grad. 125, wenn ein bisschen knallt. Okay, ja, im Sommer. Ja, im Sommer. Spitze. Ja, gerade die Sauger sind sehr belastet, ne? Obwohl die riesen Ölkühlerpakete haben, tut ja auch gar nichts zur Sache. Hier erreicht man vielleicht maximal mal 100 Grad. Ich weiß nicht, wo hier die Öltemperatur abgenommen wird, aber ich sehe maximal 100 Grad, das heißt 5W40 reicht hier. Ist jetzt auch kein Sponsoring, keine Ahnung. Fahre ich eigentlich immer in den AMGs drin und hat da immer gut funktioniert mit dem Ölverbrauch, war immer ein bisschen geringer. Weil das eins der wenigen vollsynthetischen Öle ist, die man noch in Deutschland so ausgeschrieben bekommt. Ja. Die meisten, da sieht man jetzt, wenn man jetzt mal bei eBay, Autodoc, wie sie alle heißen, guckt, dann sieht man meistens ein ausländisches Etikett, also Englisch. Da steht dann vollsynthetisch oder full synthetic. Ist aber laut deutschem Recht gar nicht mehr vollsynthetisch, weil die vollsynthetischen Anteile gar nicht dementsprechend, was ein vollsynthetisches Öl auszeichnet. Und hier haben wir noch Vollsynth und irgendwo steht auf vollsynthetisch. Also es ist ein vollsynthetisches Öl, ist ja auch egal, hat eine bessere Temperaturstabilität, ist auch egal. Füllen wir jetzt rein. So, Schön. Und da drüben, kannst du einmal rauffüllen, habe ich rausgefunden. Wie viel müssen wir rein? Motul Ölfinder, 8,3 Liter sollen da rein.
Wollen wir gleich. Ich mache 8,5 rein, ne? Wir haben ihn ganz lange ausorgeln lassen. Öl habe ich jetzt so ein bisschen drin gelassen, damit es schön die Restwärme vom Motor aufnimmt, ne? Ja, ja. Weil wir wollen ja schnellstmöglich Öldruck haben. Jetzt muss der Filter gefüllt werden, bevor der Steuerkettenspanner seine Arbeit macht. Und so. Mal gucken, ob er klackert. Ne? Ja, ich bin gespannt. Ich bin. Einmal kurz war da. Aber war einmal da, ne? Ja, ganz kurz, aber ist auch normal. Öldruck aufgebaut, ne? Nee, läuft gut. Na, ne? Jetzt muss ich ihn eigentlich einmal warm laufen lassen, damit er die Ölstandskontrolle macht, ne? Auf Kamera wirken diese Direkteinspritze immer ein bisschen lauter, weil ich kann euch sagen, der läuft schön. Oder Max, läuft der schön? Der läuft super. Max räumt sein Lager. Geil, Anwärter. Nee, ich finde das schön. Max hat hier richtig schön aufgebaut. Ja, richtig schön sauber alles, ne? Hat die Leuchtkette wieder angemacht. Ja, finde ich auch gut. War lange nicht in Betrieb. Harmoniert auch mit der Palme da hinten. Ja, mit dem Grün und dem Rot. Nur der ML stört ein bisschen. Kennt ihr eigentlich den ML? Der ist schick. Damit waren wir in Kroatien. Da ist Aiko, da ist Bobbel, der echte. Da ist, finde ich, meiner Meinung nach die schönste Seite, Maximiliano. Ja, ja. Und hinten ist noch autosaftig. Alle mit da, ne? Alle da. Alle drauf. Nee, und Hörnchen ist auch noch drin. Ich glaube, das baue ich mir noch raus, bevor der hier irgendwie in Export geht. Ja, ja. Gut, dann lassen wir ihn mal warm laufen hier, ne? Teil, ey. Läuft der Kamera, die da schon? Die Kamera, ja. Die da ist an. Ja, das habe ich im Auspuffvideo ganz vergessen, dass er ja noch ein Sportluft hier rein muss, ne? Ist der von ATU? Damit er den ultimativen Opel Calibra Sound hat. Ja, der ist von ATU, ja. Den habe ich mir eben geholt. Eben hatten sie zum Glück noch einen auf Lager. Hat Gott sei Dank nur 356 Euro gekostet, ne? Ja. Wer kauft sowas schon im Internet? Ja, ist aber das ist es mir dann auch wert, dass ja, na klar, ne? 2 Dezibel lautere Zischen. Ja, ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Ich weiß nicht, wie das hier geht. Das ist das nächste Problem. Einfach auseinanderreißen. Meinst du? Ja, ne? Ja, habe ich mal gehört. Es war doch alles mal ab. Entspannt euch doch alle mal, ihr Schläuche. Ach so, Ölstand war übrigens in Ordnung. Ne? Ja, war auf Max, ne? War auf Max. Ich habe anstatt 8,3 habe ich 8,4 reingemacht. Hat er das so schön zusammengebaut und jetzt wogelt er das einfach wieder raus. Willst du auspacken? Ja, ich guck. Machst du quasi gleichzeitig ein Unboxing. Okay. Ah, schön. Alter. Zeig mal. Hey, ich hab noch gar nicht gesehen. Boah, heftig. Da ist richtig Luftdurchsatz. Oder? Das brauche ich für mein Auto ohne Software. Oder, Tui? Hat ja nichts drauf. Ich habe nämlich Angst jetzt vor Software, weil Software den alten Motor kaputt macht. Ja, habe ich auch gehört. So, und das ist jetzt ganz einfach, habe ich gehört. Ganz einfach. Ah, ja. Ist geil, genau. Oder? Genau. Ey, VAG mit ihren Klick-Klack-Systemen, ja. Ne? Gerade neu reingesetzt, ne? Ach ja, stimmt ja. Ja. Braucht jemand noch? Ist neuwertig. Liegt relativ. Ey, Max, willst du ein S7-Projekt starten? So. Und jetzt so rein. Ja, genau. So. Hast du mal irgendwo gesehen. So, ne? Kennt ihr das? Ja. Irgendwo. Schön. Auf Instagram okay. Die Reels. Die Reels, ne? Auto läuft nicht. Keine Ahnung, warum. Was ist hier los? Kennst du das, Max? Wo die Luftfilter dann aus dem Auto ziehen, die noch so verpackt sind. Mein Auto hat Fehlzündung. Och, was? Nee. Ja, haben wir einen gesehen. Haben wir schon gesehen. Spaß, mit diesen Customer States Car Won't Start. Aber ist ja auch ein schönes Wetter. Ja, genau. Jetzt, wo die Sonne scheint noch ein bisschen. Ne? Das ist so heftig, was diese so ein scheiß Gummifliesen kosten. Ne? Gummifliesen? Was kostet eine Gummifliesen? Hey, Tine Wittler, jetzt willst du aber übertreiben, ne? Tine, schöner Schrauben. Schlange, hier spielt die Musik. Ach ja, stimmt, hier. Ne? Was sehen? Weniger Tine Wittler-Content, danke. Danke. Das war früher heftig, als Max Catalea neu hatte. Also Catalea ist sein Hund. Da haben die Leute teilweise geschrieben, weniger Hunde-Content, weil ich den dreimal gefilmt hat. Catalea sitzt. Krass, ne? Ja. Ja, das geht auch nicht. Ich will nur Ratschengeratsche hören. Kein Gebelle. Und? Was macht das jetzt? Bringt das 2 PS mehr, wa? Das bringt gar nichts. Original wie S4, ey. Ohne, nur ohne Ladedruck. Ja, doch. Man hört ein bisschen was. Ist okay.
Ja, wir hören keine Veränderung, keine Ahnung. Außerdem, es ist heftig, ne? Hier ist extra so ein Kreuz drin mit irgendwelchen Tic-Tac-Toe-Feldern. Keine Ahnung, da soll, glaube ich, irgendwie Sound rauskommen. Aber irgendwie, die Lader sind von der Geometrie so, dass man nichts hört. Das wollen wir mal Upgrade-Lader. Da muss ich wohl ein Turbo-Projekt kaufen. Was soll ich kaufen? Schreibt's mal rein. Ja, ja. Ich habe jetzt Bock auf, weißt du, wo man mal den Lader hört, der bei 3 erst anspricht. Dickes Ding drauf, ne? Genau. Weil Phil fängt ja jetzt auch an mit seinem BMW hier. Ja, ja, genau. Schwenk mal rüber. Ah, da ist er. Ah, ah ja. Da liegt er ja, stimmt. Ja, mal gucken, ob ich das reinschneide, du. Ja, soll ich auch noch nicht, ja, Essen ist schon da, aber Schlange. Jetzt nochmal erstmal die Pflicht, dann das Vergnügen. Pack mal schön wieder weg, die Pizzaröllchen da. Schnurplatten sind drauf, jeweils 5 mm breiter. Alter! Ja, ich lasse ihn ja jetzt ab. Das ist ja wieder dieser spannende Moment. Ja, ja. Ganz spannend. Wir haben es selber noch nicht gesehen. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Nee. Weil das ist jetzt das erste Mal mit den Spurplatten, die ich ganz am Anfang drauf hatte bei den Rädern, mit Tieferlegung. Aha. Nee, ist geil. Nee, ist geil. Ist geil. Den dicken Arsch wollen wir sehen. Hast einen dicken Arsch bekommen. Echt? Findest du? Aber ich gehe doch zum Sport. Was denn? Hinten? Ja. Ja, aber ich habe letztens eine Story gemacht und dann... Haben alle gesagt, du brauchst einen Busführerschein. Ein paar Busfahrer-Kommentare. Ne? Hey, hier, da kann ich fast 2 Finger reinstecken. Ach, das geht natürlich nicht. Und das ist nicht gut, das wissen wir alle. Komm, gib mir noch mal ein bisschen. Setz dich! Komm, setz dich! Ich glaube, alle Leute, die schon mal Fahrwerke verbaut haben, können da relaten, ne? Ja. Ja, wenn da hinten noch ein Tick tiefer... Ah, ich muss es perfekt haben. So ist schon ziemlich geil. Sein innerer Monk wieder. Und jetzt haben wir auch viel bessere Bremsfreigängigkeit, Bremssattelfreigängigkeit hier. Ja, ich weiß, ihr seht das nicht, aber es ist viel besser. Vorher, es war Katastrophe. Man konnte keinen Luftdruck befüllen, wenn das Ventil hier da war, wo der Bremssattel ist. Wenn er da im Bremssattel saß, ne? Ja. Ach so, und ich habe einen TPS-Fehler, also Tire Pressure Monitoring System. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das mit VCDS irgendwie zurücksetzen muss, keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall im Kombi-Instrument nicht geschafft. So, schreibt gerne mal rein, was machen wir mit dem Auto? Ich habe jetzt ein bisschen Hungi, deswegen schnelle Abmod hier. Ja. Ich weiß, schwarze Embleme und so, aber irgendwas, wo ich ein Video draus machen kann. Ne? Ja, was brauchen wir denn noch? War die Frage. Aber ich glaube, ich muss jetzt weiter vorausgucken, was gibt's Neues, ne? Neues Projekt. Turbo-Projekt hätte ich Bock drauf. Ich finde, er steht schon ziemlich geil da. Vielleicht, wenn ich ganz lustig bin, fahre ich ihn morgen nochmal raus, mache ein paar Außenaufnahmen, keine Ahnung. Oder ja, doch, brauchen wir. Knallaufnahmen. Hol uns ab, Eike. Ja, auf der einen Seite habt ihr so mich gehatet für die Anlage. Also was heißt so gehatet? Man muss ja auch immer sagen, das Video gucken jetzt 200.000 Leute, davon kommentieren 1.000 und davon sind vielleicht 20 Leute, die sagen, ah, oh, ist der laut. Also eigentlich hat mich keiner gehatet, aber... Also 0,01%. Es ist halt ein deutlich besserer Sound, also es ist eine Verbesserung mit der Anlage, mit der Miltec. Miltec, keine Ahnung. Vielleicht ist es ein bisschen drüber, Klappe offen. Kann sein, weiß ich nicht. Ich finde es gut. Es ist immer die Frage, das habe ich auch dann denjenigen kommentiert unter dem Video, es ist immer eine Frage, wie man dann das Auto bewegt und wo man es bewegt. So, wenn ich auf der Landstraße irgendwo Gas gebe, wo kein Mensch zu Hause ist, dann ist das doch scheißegal. Wenn ich jetzt hier durch die Stadt fahre, durch Hamburg und mich stilllegen lasse, dann ist es was anderes. Ja. Dann 38 mal eine Alster lang, ne? Und das muss ich auch sagen, das ist mir peinlich, wenn ich andere Leute sehe, die durch die Innenstadt ballern in Hamburg und da auf Dicken machen, das ist mir als Automensch ist es mir peinlich. Weil ich finde, dass die enjoyen ja nicht den Sound, nee, genau. Sondern die gucken dann, wer guckt, wer fühlt sich erschreckt oder so. Genau. Das ist, finde ich, die falsche Herangehensweise. So denke ich nicht, das wollte ich nur nochmal klarstellen. So, genug Monolog und ja, schreibt gerne rein, was ich noch machen soll. Ja, ansonsten, keine Ahnung, ich mache jetzt erstmal nächste Woche Urlaub. Bin erstmal weg kurz, eine Woche. Ach, weg kurz, oder? Ja, ich brauche erstmal ein bisschen Ruhe, auch mal das Köpfchen resetten, ja, ja. Was ich denn möchte.
Schreibt mal rein, was soll ich mir kaufen? Inspiration ist immer gut, habe ich immer gerne. Wenn euch das gefallen hat, die Späne im Öl. Da waren ja nicht so viele Späne. Ach, ich hatte einen kleinen Herzinfarkt. Ja, hatte er. Hier zwischendurch. Ich habe auch noch mal kurz gegoogelt. Also wenn ein Motor eingefahren wird, kann das schon mal sein. Werde ich beim nächsten Ölwechsel spätestens sehen, ob das normal ist. Aber er macht keine komischen Geräusche, er hat keine MKL an, also ist alles eigentlich okay. Gut, reicht jetzt auch. Lasst eine Schlange bei Abo da. Und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Okay. Tschüss.